Heute möchte ich Crepe machen und dafür brauchen wir Milch, Mehl, Salz, Wasser, Margarine und Eier. Dann fangen wir mal an. So, ich habe das Mehl schon reingetan. Dann kommt jetzt eine Prise Salz dran. Wie? Schick, schick. Ah, ein bisschen mehr. Dann mische ich das kurz. Lululululul. Verteile das ein bisschen. Dann kommen da jetzt die Eier dran. Das Ganze gut mischen. So, wenn alles gut durchgemischt ist, dann brauchen wir jetzt die Milch. In die Milch schütten wir dann das Wasser rein. Ich kann das kurz umrühren, ist aber eigentlich auch egal. Müsste ich ja eh sofort. Und dann kommt das Ganze an den Teig. Und verrühren. So, und wenn das Ganze verrührt ist, dann können wir die Pfanne warm machen. So, wenn der Teig fertig ist, tun wir ein bisschen Margarine in der Pfanne, schmelzen das, verteilen das gut. Sieht ihr das überhaupt? Ja. Und dann tut ihr einfach den Teig rein. Bisschen viel. Jetzt müsst ihr ungefähr mehr, also eine Minute oder etwas mehr, warten, bis der so langsam von unten fertig ist. Und dass er fertig ist, seht ihr auch, wenn er sich langsam dann so vom Rand abhebt. Dann ist der Crepe fertig und kann gewendet werden. Mal. Der Leben hebt sich langsam vom Rand. Jo, der ist ja ein bisschen dick geworden. Der ist bestimmt von der anderen Seite noch nicht braun. Naja, gucken wir mal. Ah doch, das ist ganz nett. Und jetzt wollen wir die andere Seite. Hey. Machen wir nochmal kurz die andere Seite. Aber macht ihr halt so lange, bis ihr den ganzen Teig weg habt. Und cut! Boo! Chicke, 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 chicke. So, heute möchte ich Crepe mit euch machen. Dafür brauchen wir Mehl, Milch, kein Negern.